schon vorbei. Das war's. Okay. Na. Und tschüss. Wissen Sie, das ist es, was von den Suicide Kicks abverlangt wird. Was übrig bleibt, ist Chaos, Elend, Müdigkeit, Tod, Hass, Pein, etc., etc. Wenn Sie mal schauen möchten, auch ein Bassist wird davon nicht verschont. Aus deinem Mitglied und in Zukunft vergrauen, als sie nie weiter schauen, sie stöhnen laut und mit Geschirr. Thank you.
Dankeschön. Schön war's. Nicht wahr? Weiter, weiter. Ich nehme schon auf. Noch einmal. Was man in einer Stunde nicht so alles machen kann, nicht wahr? Nee, war auf jeden Fall sehr, sehr nett in Baden bei Wien. War 1992. 5 Tage waren wir dort selbst, bei den Toten Hosen. Wie gesagt, bei dem Theaterstück mit dem Peter Zadek war es, glaube ich, in Hamburg. Waren mehr, aber der Spaß war der gleiche. Holen wir außerdem alles noch nach. Wir sind ja erst 332. Gut, anyway, das Ende ist auch bald nah jetzt. Jetzt, nachdem wir jetzt dann auch irgendwie endlich mal auch bei uns in der Nähe bekannt wurden, schlechter Scherz, ja, rief uns das Frankenfernsehen hurtig auf den Plan. Und da erschienen wir dann im Studio und es war wieder erwarten live. Wir dachten, es wird aufgezeichnet. Und ich sage euch, das ist besser als Danzig. Bessere Brüste, bessere nackte Oberkörper. Einfach ganz, ganz phänomenal. Naja, gucken wir uns das auch noch an. Und dann melde ich mich noch mal kurz und dann ist eh gleich aus. Alles klar, ne? Rasiert, Socken gewaschen, wunderbar, ich bin begeistert. 40 erfolgreiche Jahre als Löschkommandant. Dankeschön. Und den jungen Leuten wünsche ich, machen Sie es noch. Ne? Mit, heute können Sie es ja mit 17 dann vergleichbar. Ne? Wenn Sie mit 20, dann erst heute ja, mit 17. Gut. Ne? Werden Sie eh nicht gewählt. Also aber mit 18, 19 können Sie schon dazugehen. Zum Beispiel bedanke mich, dass Sie da waren. Und bitte jetzt schön. Kommen wieder unsere selbstmordgefährdeten Herren, die Suicides, hier ganz speziell für Sie daheim. Zum Wohl. Du hast den Mist weg. Dazu die dicke Freundin, jetzt hast du den Dreck. Du sitzt auf einer Insel und kannst nie mehr weg. Ich hoffe, das war ein Traum, komm, schmeiß mich aus dem Bett.
Eurocard Gold, die normale wollen wir nicht. Eurocard Gold macht ein lachendes Gesicht. Eurocard Gold, jedes Mädel schmeißt sich ran. Eurocard Gold, der gemachte Mann. Wer hat ihn nicht verdient, doch wir sagen dir das. Alle mitsingen! Geld raushauen, das macht Spaß. Geld raushauen, das macht Spaß. Geld raushauen, das macht Spaß. Wir haben das nicht verdient, doch wir sagen dir das. Geld raushauen, das macht Spaß. Geld raushauen, das macht Spaß. Geld raushauen, das macht Spaß. Wir haben das nicht verdient, doch wir sagen dir das. Genau das, genau das. Und jetzt hau endlich ab, du Arsch. So, jetzt kommt mal der Sänger und der Gitarrist zu mir. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Gitarrist geht links von mir, der hat eine Gitarre dabei. Der Sänger geht nach hinten und schenkt für seine Leute erst einmal einen Sekt ein. Unbedingt. Ja, aber dann unterhalten wir uns beide nämlich so lange. Bedient euch, ne? Wasserglas, okay. Aber das macht ihr schon. Dirk Steuerlein, Sie sind einer der Männer von Suicides und die witzige Geschichte dabei ist eine ganz andere. Ich habe erfahren, Sie waren ursprünglich mal Anlageberater. Also mit der Steuer liegt zwar nahe, jetzt wächst der Namen. Richtig. Aber mein Gott, man muss ja auch wissen, wie das Geld angelegt wird. Und das ist alte Vergangenheit. Und jetzt ist dieses angesagt. So lange ist es aber immer noch nicht, ne? Schon zweirangig lief. Wie haben Sie das unter einen Hut gekriegt? Auf der einen Seite tagsüber die Leute beraten und auf der anderen Seite abends als Punker aufgetreten. War das für Sie ein Problem? Sehr gut. Denn ich empfehle es eigentlich jedem. Es ist eigentlich erfrischend für den Körper und den Kopf, zwei solche verschiedene Dinge zu tun. Jetzt hat er auch nicht irgendwie die Vorgesetzten, die also tagsüber mit dir, die mit dir zusammen waren, deine ganzen Vorgesetzten, wenn die dich abends so als Punk gesehen haben, oder haben die dich nie gesehen? Ich war in Nürnberg tätig und es wussten verschiedene schon in der Bank, nur im Großen und Ganzen hat es eigentlich nie Probleme gegeben damit. Warum eigentlich auch? Schöne Musik, macht Spaß. Und ist Lebensfreude. Ja, und Bank ist in Franken eh selbe, ne? Ja, na gut, das lassen wir lieber. Jetzt brauche ich unseren Sänger noch dort, jetzt gehst du damit her. Muss dazu sagen, ob Sie es glauben oder nicht, wir waren schon mal miteinander auf der Bühne gestanden. Die Geschichte lassen wir nachher fahren. Du kriegst auch was zu trinken, Moment. Schenkst du ihm auch noch was ein, das ist ganz in Ordnung. Machen wir das auch. Er kriegt den, dann kannst du dir selber was einschenken, das ist ganz einfach. In Ordnung, ja. Ihr schwitzt ganz schön. Sag mal, wie lange dauert denn so ein Auftritt von euch live? Kommt drauf an, zwischen einer Stunde, eineinhalb. Also hier habe ich drauf. 28 Titel. Mhm. Das ist also, glaube ich, ein Rekord für eine CD, ne? Ja, das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtprogramm. Das ist ca. 100 Titel, ja. 100 Titel? 100, ja. Wie lange gibt es noch eigentlich jetzt? Älteste Punk in Deutschland, habe ich machen wir kontinuierlich on stock. Ja. Gibt es Punk eigentlich noch? Gibt's noch, ja. Seht ihr das immer noch als eine Musik der Gegenwart oder ist das schon wegen vergangen? Ist schon wegen Nostalgie dabei? Sagen wir mal so, wir haben die sogenannte neue deutsche Welle haben wir mit Ach und Krach überstanden. Da waren wir auch nicht allzu angesagt. Das war eine ganz böse Geschichte. Ja, bleib da, du rennst mir da aus dem Bild raus. Das machen alle rennen mir heute aus dem Bild raus. Ich hab da aber ein kleines Bild heute. Nee, wir haben so bewegliche Gäste heute. Das ist das Problem. Ja, so kommt dazwischen. Okay, also wir sind der neuen deutschen Welle davon gelaufen und haben es also immer noch geschafft. Haben auch jetzt im Jahre 1994 nach wie vor einen Heavy Steady Fankreis, den wir auch grüßen möchten. An der Stelle, selbstverständlich, ja. Ihr könnt sie aber nicht mit Handschlag begrüßen, sind schon mehr, ne? Nee, sind schon ein bisschen mehr, ja. Nee, und durch das neue Ding jetzt hier, es wurde also mehrfach gewünscht, dass wir also diese alten Vinylscheiben, die also lange ausverkauft sind, also Friss oder Stirb und Selbstmord ist Massensport, die beiden Scheiben. Hundsgemein vielleicht. Hundsgemein, entschuldige. Ja, ihr habt so viel Titel, ihr kriegt gar nicht mal. Also, haben wir also nochmal auf eine CD gepresst, inklusive drei neuer Sachen. Nochmal, gibt es irgendwann was Neues von euch noch? Ja, Ende des Jahres. So richtig neu. Dann richtig bedanke ich mich bei euch. Unbedingt. Jawohl. Unbedingt. Nächstes Mal beim Live-Konzert dabei sein. Auch ihr hier, auch von der Freiwilligen Feuerwehr. Also, alle gut, sorry, die Freiwilligen, wir alle. Ihr könnt löschen und wir machen das Feuer. Servus, ade, schönen Abend. Lass die weitermachen. Tschüss. Brav durchgehalten, nicht wahr? Naja, und es war natürlich live, aber Playback ist ja wohl klar. Naja, okay, anyway. Ja, alles gemacht heute am 13. Dezember 1994. Die neue Scheibe, Wer jetzt noch lebt, ist selber schuld, kommt dann im Januar raus bei Tees East West über Tuck Records. Da gibt es jetzt noch keine Videos dazu, nichts, sondern nur einen kurzen Outtake noch,
wie wir da mit unseren englischen Freunden von Benjeng auf die Tour losfahren. Und das war's eigentlich auch. Mehr soll's nicht sein. Ich meine, man kann also, da fehlen jetzt Sachen, wo wir nach Frankreich mal kurz ausgewandert sind, wo ich in England verschollen war und lauter dieses Zeug. Aber bitte versteht, man konnte nicht immer die Kamera dabei haben. War ja alles nicht so geplant. Und naja, und jetzt gucken wir mal auf die nächsten 16, 17, 18, 19, 20, 2533 Jahre. Euer 332-jähriger Michael Johann 9, Mike J. 9, Mike Michi. Das war's für euch. Wie gesagt, die anderen sind auf so einem Piss-Billigurlaub in Tunesien. Deswegen musste ich das jetzt alleine machen. Es ist ganz schön blöd, das Ding immer in der Hand zu halten. Die Katze pennt schon wieder. Jetzt muss man die trotzdem mal kurz zeigen. Man sieht das jetzt, glaube ich. Da hinten liegt sie, dann kann sie halbwegs erkennen. Das war's auch schon so. Und naja, wir sehen uns spätestens April dann live in ganz Deutschland, soweit das Alter mitmacht und die letzte Bluttransfusion hinhaut. Ja, jetzt noch ein paar kurze Outtakes, so unkommentiert und ungeschnitten. Im Tourbus dauert es noch eine Minute oder so und dann hat das überstanden. Wer jetzt durchgehalten hat, wer bis jetzt durchgehalten hat, ist selber schuld. Tschüss, Dankeschön. Ich liebe euch. Ja. Ja, so reizt es sich im Nightliner, nicht wahr, Herr Steuermann? Ja, genauso wie es prophezeit ist, ist es jetzt doch tatsächlich gekommen, ja. Also wir werden mal schauen, wie das weitergeht. Okay. Jawohl! Ja.